Nach 3 Wochen Frühling im März gab es Mitte April nochmals Frost und Schnee mit großen Schäden an Kultur- und Obstbäumen. Anfangs Mai blühte unser Zierstrauch am Zaun. Da bemerkte ich ein emsiges Treiben einer Amsel, das mich neugierig machte. Eine Amsel war mit Nestbau beschäftigt. Als das Amselweibchen kurz das Gelege verließ, schaute ich mal nach und fand im Nest 3 bläuliche Eier. Während der 2 Wochen dauernden Brutzeit ließ die Amsel mich mit der Kamera nahe an sich heran. Am Montagmorgen, 22. Mai, lagen 3 kleine Häufchen nackter Fleischhäppchen im Nest. Die weißen Punkte sind Blütenblätter, welche an den nackten Körper kleben. Abwechselnd kommt nun auch das Männchen zur Fütterung des Nachwuchses. Die kleinen Vögel werden bis die Nacht hereinbricht gefüttert. Wenn es am Tag zu heiß wird, spendet das Amselweibchen kühlenden Schatten. 4 Tage sind sie nun alt, die kleinen Nesthöcker. Zwei Tage später haben sie schon ihr Federkleid. Im Garten werden Käfer, Larven und Würmer gesucht und dem hungrigen Nachwuchs gefüttert. Vom Balkon aus zu betrachten gibt's auch Sperlinge, man nennt sie Spatzen, sie finden allerhand an Futter. Aus dem kleinen Nesthöcker sind nun junge Amseln geworden. Sie werden noch einige Tage von den Eltern gefüttert, bis sie sich selber versorgen können. Die Mutter wird sich einem neuen Brutgeschäft widmen.